Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Comic Reviews von mir. Diesmal dabei habe ich Avengers Heft 33, ganz im Schatten von Secret Wars und Aquaman Band 7. Fangen wir direkt mal an mit den Secret Wars Avengers Tie-In. Das ganze Ding ist angesiedelt in diesem 2099 Universum, wo auch dieser Spider-Man 2099 Mac O'Hara herkommt. Und es dreht sich um den Kampf zwischen den Avengers aus der Zeit und den Defenders, wie es auch schon das Cover anmuten lässt, die in den Ende vom letzten Heft aufeinander gestoßen sind. Es ist halt so die Zukunftsversion von beiden. Das Einzige, so der aus dem alten Universum, sag ich mal, geblieben ist, da ist der Herkules, der eigentlich immer noch unverändert aussieht. Die kommen halt, haben halt so ein kleines Gerängel, bevor sie wieder merken, dass sie beide fürs Gute kämpfen und bla bla. Man kennt das ja, wenn Superhelden erstmal aufeinandertreffen. Und auf jeden Fall entsteht so ein kleiner Streit zwischen Namor, also diesem Zukunfts-Namor, das ist dieser Blau, den man auch auf dem Cover sieht, und Herkules, weil die beide Valkyrie haben wollen. Beziehungsweise Namor ist mit Valkyrie zusammen und Herkules kann nicht verstehen, dass eine Gottestochter sich mit einem Normalsterblichen einlässt, weil sie doch eigentlich einen Gott haben müsste. Ich möchte jetzt nicht so viel über die Story wegspoilern, weil so viel passiert in dem Heft auch. Und ich kann nur sagen, die Zeichnungen waren okay, sind so Marvel-Standardzeichnungen, sage ich mal, so Standard-Mainstream-Zeichnungen. Und die Geschichte wurde auf jeden Fall gut zu unterhalten. Mittelmäßiger Tie-In, der aber trotz dessen Spaß macht, weil ich finde, das habe ich schon tausendmal erwähnt in meinen Videos zu den Secret Wars Sachen. Die ganzen Tie-Ins sind halt alle sehr lesenswert und verbessern das Gesamtbild von dem Event, finde ich. Auf jeden Fall ein cooler Tie-In, allerdings nicht mehr wie eine 3 von 5, aber eine solide 3 von 5 ist es definitiv. Dann kommt Aquaman Band 7. Nachdem Geoff Johns von Aquaman weggegangen ist, habe ich ja gesagt, dass die Serie echt trashig geworden ist. Der Trash-Faktor wurde wieder ein bisschen runtergedreht und Aquaman hat wieder mehr ein bisschen, also wird das wieder ein bisschen ernsthafter erzählt. Alles, was ich finde, was der Serie sehr gut tut. Es geht darum, dass sich ganz Atlantis eigentlich dagegen wehrt, dass Aquaman der neue König ist, beziehungsweise die Atlanta erkennen zum Teil nicht richtig an. Es gibt da so kleine Rebellionen in Atlantis, die gegen ihn sind und auch die Stadt scheint sich gegen Aquaman zu wehren, weil immer wenn er anwesend ist, ganz viele Erdbeben sind und so weiter und deswegen geht er hin und holt sich ein paar Spezialisten, unter anderem den guten Dr. Stephen Shin. Ich habe es extra den Namen abgelesen, weil ich den Namen nicht merken konnte. Das ist der gute Herr hier, der sowas wie ein Stalker von Aquaman ist und auch seine Identität damals preisgegeben hat und alles Mögliche. Anfangs waren sie gegeneinander, mittlerweile hat Aquaman ihn mehr oder weniger akzeptiert und arbeitet bei gewissen Sachen, wo er seine Hilfe braucht, arbeitet er mit ihm zusammen. Auf jeden Fall kommt dann bei einem der Erdbeben zutage, dass die Mutter von ihm nicht mehr im Grab ist und dass er anscheinend doch lebt und nie gestorben ist. Und er macht sich dann auf die Suche nach seiner Mutter und das macht er mit Portalen, die heißen guten Dinger, so wie im Band Maelstrom heißt. Das kann man sich so vorstellen wie bei Stargate. Das ist halt so ein Portal, wo man durchgehen kann, woanders landet. Auf der Suche nach seiner Mutter, wo sie halt gelandet ist, gerät er auch unter anderem in Gorilla Grot und landet in dieser Gorilla-Stadt drin. Auf jeden Fall ist es eine coole Reise nach der Suche von Aquamans Mutter und hat mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten, Band. Ich habe mir das gerade an einem Stück weggelesen, was immer für ein Paperback spricht. Ist ja schon ein, zwei Monate, hat er ja schon auf meinem Lesestapel gelegen, zu Unrecht. Auf jeden Fall gute Unterhaltung. Auch eine 3 von 5 wie das Avengers-Heft. Für eine 4 von 5 hätte ich mir doch wieder ein bisschen mehr den düsteren Aquaman mit Geoff Johns ihn geschrieben hat gewünscht. Und überhaupt würde ich es sehr schön finden, wenn Geoff Johns Aquaman wieder übernehmen würde, weil, wie heißt der gute Herr, Jeff Parker macht zwar so einen soliden Job zurzeit an Aquaman, trotz dessen ist es halt nicht der Knaller-Autor, den Aquaman an sich verdient, gerade nach dem sehr guten Reboot in New 52. Allerdings kann ich auch nicht sagen, wie davor Aquaman war, weil davor habe ich noch nie was von Aquaman gelesen. Also mein wirklicher erster Solo-Comic-Kontakt mit Aquaman war dieses Comic, was ich auch jedem empfehlen kann, die ersten zwei Paperbacks und danach kommt das Event, was eine Heftserie von Justice League veröffentlicht wurde, Throne of Atlantis. Auf jeden Fall coole Sachen, sollte man auf jeden Fall mal reingucken. Das war's für dieses Mal. Ballert mir mal in die Kommentare, wie euch die beiden Sachen gefallen hat. Gerade wie euch der Wechsel gefallen hat bei Aquaman von Geoff Johns zu Jeff Parker und wie euch der Avengers-Tie-In halt gefallen hat von den Avengers. Das war's. Guckt auf der Facebook-Seite vorbei, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ihr Mädels. Haut da rein.